Hallihallo Leute und willkommen zurück. Ja, heute geht es um mein Inventar und was mir das ganze Update so letztendlich gebracht hat. Erstmal, ich bin Level 127. Meine Tage, ich bin momentan 228 Tage am Zocken quasi. Und soweit bin ich jetzt zu 228 Tagen. Dann gehen wir als erstes mal auf die Zentrale. Wollt ihr erstmal einen Helden sehen? Ja, gehen wir mal über die Helden. So. Hier gehen wir zu den Entdeckern und meinen Lieblingsentdeckern. Und dazu zählt die Fragment-Chaos-Jazz. Dann die beiden Ranger hier. Den spiele ich auch immer ab und zu. Ist ganz lustig, besonders mit Pistole natürlich. Der ist halt spezialisiert zwar auf Lama mit Pistole. Aber wir haben hier erhöht Pistolenschaden um 50% nach dem Phasenwechsel. Wir haben kritische Trefferwertung von Pistolen hoch und wir haben mehr Munition. Also der ist ziemlich gut für Pistolen an sich auch. Kann man gar nichts sagen. Man braucht halt, wie gesagt, man muss halt den Phasensprung machen. Den hier Phasenwechsel machen. Und dann haben wir die 50% Schaden. Der Vollstrecker Grizzly spiele ich sehr, sehr gerne, aus dem einfachen Grund, der ist so ein bisschen was für, ich sag mal, wenn man einfach nur ein Teddy setzen will und ein bisschen schießen will, nicht großartig was machen, ist der perfekt für und vom Schaden her so. Die Wegbereiter benutze ich hauptsächlich wegen dem Boni, den wir hier sehen, der 70% Kristallendamage, also Crit Damage hoch von Pistolen. Ab und zu habe ich die auch so gespielt, die ist also jetzt gar nicht so schlecht, die hat Schockturm und Teddy gleichzeitig, macht also ganz gut Schaden. Die anderen hier benutze ich eigentlich eher weniger, wie ihr hier seht. Den Ragnarok benutze ich gar nicht. Und die hatte ich mal überlegt zu leveln, aber letztendlich, die ist für nichts zu gebrauchen. Im Grunde ist die einfach, wie soll ich das erklären? Die kann man ganz gut für Schatzkistenfarmen suchen, aber abgesehen davon ist die wirklich nicht zu gebrauchen. Bei den Ninjas haben wir hier schon ein bisschen mehr. Was heißt mehr? Die besten Ninjas wären die Shurikenmeisterin, die Ernterin an sich. Die Ernterin ist auch nochmal die hier. Ja, Sarah und Fiona. Und dann haben wir noch irgendwo hier den Dragon Scorch. Aber wie ihr seht, der ist auf 106, den spiele ich nicht so oft. Also öfter die Shurikenmeisterin, weil die besser ist. Meiner Meinung nach. Oder meinem Spielstil entsprechend. Dann zu den Konstrukteuren. Da spiele ich eigentlich nur ab und zu den Steel Zit. Die Maschinistin ist für die Fallen ganz cool. Und manchmal den 8-Bit-Demo. Den habe ich zum Beispiel sehr gerne gespielt mit dem Horde-Event. Jetzt zu meiner Hauptklasse, die Soldaten. Ja, also ich spiele viele verschiedene, erstmal davon abgesehen. Meine Hauptsoldaten wären auf jeden Fall die Rio auf Platz 1, Feldwebel, dann ab und zu halt Shotgun, wenn ich Shotgun spiele, dann der Headhunter natürlich. Ja, das sind so die Hauptsoldaten. Ganz selten spiele ich auch den Spezialkommando Jonesy, der ist zwar ganz cool, aber naja, ne? Ja, so. Schauen wir uns das Ganze nochmal ein Komplettsystem an. Also wir haben hier 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 27 Helden auf 130, die hier oben sind nicht mitgezählt. Dann gehen wir zu Verteidigern. Die spiele ich eigentlich sehr selten. Also wenn ich Verteidiger setze, ist es meistens hier der und der epische hier. Also ihr seht nicht mal der hier. Ist im einfachen Grund, wir sehen, der hat hier Magazingröße, Kondition, ein bisschen Sturmgewehrschaden. Und die hier hat tatsächlich 2x54% Crit-Schaden. Dementsprechend haut die mit einer Waffe ordentlich. So, das waren jetzt so meine Helden. Expeditionen brauchen wir uns ja nicht angucken. Überlebende kann ich auch gerne nochmal zeigen. Meine Teams. Die sind halt alle Max schon seit Ewigkeiten. Ja, also ich glaube seit Tag 150 oder so. Alle nach dem Charakterzug definitiv angepasst. Irgendwann begebe ich mich demnächst da dran, nochmal die zweiten Boni-Slots zu machen.
Wieso mache ich das dann ganz einfach? Wenn ich könnte, würde ich hier die ganzen anderen Sachen, die ich hier auf Legendär habe, ihr seht, ich habe eine ganze Menge legendäre Überlebende einfach hier rumfliegen. Die würde ich euch gerne geben, wenn das gehen würde, aber leider geht's halt nicht. Dementsprechend, und hier ist das ein oder andere noch bei, was ich auf jeden Fall wechseln kann. So, dann, ja klar, also Forschung, hier gibt es ja nichts Großartiges mehr. Brauchen wir 4-2, 4-2, also ihr seht, hier fehlen mir noch 30 Level, hier auch noch 30 Level und dann wäre ich Max. Vermute mal, man kommt auf 140 von. So, Profil gibt es so nichts zu sagen. Demnächst gibt es ein Gewinnspiel bei mir, wo ihr auf jeden Fall diese Teammitglieder EP-Boosts bekommt. Das heißt, ihr könnt hier diesen blauen EP-Boost-Balken, den ihr seht, pushen und ihr levelt halt viel schneller euer Konto-Level. So, dann kommen wir zu den Waffen. Stream wird dieses Wochenende sein. Ich hatte letztes Wochenende leider keine Zeit mehr durch meine Nichte. Jedenfalls gehen wir mal meine Waffen durch, die ihr bei mir craften lassen könnt. Also wie ihr seht, ich habe eine Menge 130er, eine Menge 106er. Wir haben einen Abreißer komplett geperkt. Betsy, Nachladegeschwindigkeit perke ich nicht. Die Magazingröße brauche ich auch nicht. Donnerwetterbüchse, das Drachengebrüll, Drachenodem, Dragoner, Volant. Das ist die Eventwaffe, da überlege ich noch, ob ich die irgendwann perke oder recycle, weiß ich noch nicht, weil ich eigentlich nicht so Sniper spiele, bis auf die Betsy. Dann haben wir hier den Kolbenspucker fertig, die Heliumschrot, den Hammerzerstampfer, Gewehrfortstrecker, Elektroschrotflinte. Die ist im Grunde genauso wie. Wo ist der Zweitakter? Der unten. Der schießt nur zwei Schuss, die schießt fünf Schuss. Hier können wir aber jedes Element machen und hier halt nicht. Aber weiß ich halt auch nicht, ob ich die Zweitakter Elektroschrotflinte hochlevel. Aber vermutlich noch. Aber wie gesagt, Perks und Perks, das dauert alles. Hier haben wir nochmal einen Elektrorevolver. Edelsense. Dann das neue letzte Wort. Ist ziemlich geile Pistole, also solltet ihr auf jeden Fall holen. Denn die Lux, von der ich nicht so begeistert bin, Motorhammer ist ziemlich cool. Phantom. Dann der Ranger, auch eine geile Waffe. Der König, Ratterer, Raumfeger, Eiskopfwumme, Lindatech, Wuchthammer, einer meiner Lieblingshammer. Also ich finde den Tick besser wie den Motohammer. Vierfachwerfer, Totmacher, sehr lustige Pistole, macht ordentlich Schaden. Tigerkiefer, Tiger, Schwan, Schalke Spectre, Zweitakter plus die Revolte des Grünen. Also ihr seht, wir haben hier zwei, vier. Richtig gezählt. 8, 16, 8, 34, 33, 33. Also wir haben 33 Level 130er Waffen und davon sind. Der war nicht gep. Hey. 3. Vier Waffen nicht geperkt. Also haben wir 28 130er. AG-Perks. Da haben wir die 45 Flüsterer, die ist nicht ganz fertig, weil ich gar nicht mehr spiele. Dann eine meiner Lieblings-Explosionswaffen mit dem Edelwerfer hier. Katapulte sind erstmal wurscht. Der Bowler, Armsprenger, Gasfalle hier, Donnerkeil, Drachenzorn, Dreschwumme, Edelwerfer. Also ihr seht, allgemein perke ich die Explosionswaffen alle nicht. Die werden auch soweit nicht verbessert. Wie gesagt, ich habe die für 15 Schuss und das lohnt sich für mich einfach nicht. Das, was die an Schaden raushauen, durch meine Angriffswerte und Pechwerte, reicht völlig aus. Hier haben wir nochmal die Sniper, eine ganz lustige Sniper. Hier das Elektroröhrengewehr. Den Werfer davon, der ist irgendwie, weiß nicht, spielt. Ich weiß nicht, ob ihr den spielt oder nicht, aber der ist gewöhnungsbedürftig. Dann das Fernschütz, die Hexhorn. Eine Hydra, dann hier den Kürbiswerfer, Masamune, Nagelpistole, dann die Nocturno, komplett fertig, könnt ihr bei mir natürlich holen. Quecksilber, Ralfis Rache, Ratata, hier dreimal die Spectre, Feuer, Ur und Wasser, die müsste ich irgendwann mal auch noch fertig pirken. Hier die Springflut,
Verdrescher, Verheerer. Ihr seht's, also es ist eine ganze Menge hier. Ja, die Windattack selber ist, müsste ich auch noch ein bisschen mehr testen, aber da müsste ich auch erstmal umpirken. Zerfetzer ist ganz lustig. Hier die Weißkopfwumme, die Wildkatze. Kommen wir hier zu den 82ern. Alter Qualmer, Sonnenuntergänger, Segereißer, Neon-Scharfschützengewehr. Die neue Pistole, die jetzt kommt, ist vermutlich ähnlich wie das Neon-Scharfschützengewehr, kann ich mir vorstellen. Weil die, also nicht die heutige Pistole, sondern die, die nächste Woche kommt. Die sieht genauso aus wie die jetzige, nur in Blau. Und mit der soll man durch Wände schießen können. So wie mit dem Neon-Scharfschützengewehr. Deswegen vermute ich, dass das, wenn wir mit dem Rechtsklick ranzoomen quasi, oder ihr mit eurem Controller, dass ihr damit durch Wände sehen könnt. Hier haben wir ein Kryptonschwert, nochmal ein Drachenodem, dann Candy Corn LMG. Ja, jetzt haben ja ein oder zwei Leute geschrieben, dass dieses LMG ziemlich cool ist, besonders für Sturmschild und Lager. Also für Sturmschild würde ich auf keinen Fall benutzen. Ganz einfach, viel im Sturmschild bringt mir nichts, das regeln meine Fallentürme. Und abgesehen davon, sonst sterbe ich halt, weil meine Fallen, wenn meine Fallen die nicht töten, ist es unwahrscheinlich, dass ich damit 7, 8 Smasher auf einmal platt machen kann. Ich finde die Waffe, wie gesagt, nicht gut. Der sechste Perk mit den Heilen ist zwar was Besonderes, weil das keine andere Waffe hat. Aber ich würde die auf jeden Fall nicht perken. Und leveln werde ich die auch nicht. Also die wird doch 82 bleiben. Ist einfach nicht mein Spielstyle. Ja. Wo waren wir hier? Nochmal eine Super Shredder. Spiele ich auch nicht. Auch wenn Leute sagen, die ist cool und so weiter, habe ich schon alles getestet mit Full EG Perks und so weiter. Ist einfach nichts für mich. Dann nehme ich lieber eine Shotgun oder eine Sniper, aber nicht die. Dann hier die normale Totengräber noch. Dann die Trommelwirbel Tsunami. Dann kommen wir zu den kleineren Varianten, die Silber kosten. Blitzpistole, hier nochmal ein Drachengebrüll. Ein paar Melewaffen, der Falke. Herzensbrecher. Den werde ich jetzt zunächst auch nochmal hochziehen und gucken, ob ich den perke. Weil wir sehen hier, der sechste Perk bei dem ist tatsächlich Waffenschaden beim Zielen. Und das bleibt auch so, sprich, egal was sich jetzt hier ändert, das hier bleibt. Dementsprechend könnte das nochmal ein guter Boost geben. Hier haben wir halt kritischer Damage. Hier kritische Chance. Magazingröße geht nur hier. Und beim Schaden bleiben wir bei Schaden, weil die anderen drei Sachen bringen mir nichts. Ein Element können wir natürlich auch ändern, wie wir wollen. Aber wir haben hier quasi dann die beiden Crit und Schaden ist schon ganz gut für eine Sniper. Ups, so. Dann hier den Hüllensprenger, nochmal eine Ranger. Sägereißer, Schnellschuss des Gründers, Windertech-Fackler, Viper. Wenn wir uns die drei alleine angucken, wir sehen, den meisten Schaden hat die Schnellschuss, dann die Viper und dann der Windertech-Fackler. Ja, dann hier nochmal ein paar ganz kleine Sachen noch. Noch ein paar Level 10 haben für Kupfer und so. Also ich habe eine Menge auf jeden Fall da. Hier ist auch nochmal Aspekt. Das heißt, Verheerer. Das heißt, ihr könnt wirklich bei mir ein paar Sachen abholen kommen. Jetzt am Wochenende werde ich das craften. So, das zu den Waffen. Gehen wir auf meinen Rucksack erstmal ein. Also, seht ihr, was ich so im Rucksack allgemein habe. Paar Melewaffen, ein paar Fallen. So seht ihr die Deckengasfalle, wie die gepirkt werden sollte. Finde ich stark. Seht, 46% Crit. Und tickt ordentlich runter, die Monster. Also die haben eigentlich keine Chance gegen Gas. Hier sehen wir dasselbe nochmal bei diesen Fallen. Ist auch ganz gut. Also Fallen kritische Crit und Crit Schaden machen. Der Sony, ein Kollege, der das Game gut gezockt hat, der hat tatsächlich mal umgepirkt und getestet, ob Schaden besser ist oder kritische Trefferwertung und Damage. Ist auf jeden Fall kritische Damage und Trefferwertung besser. Jetzt kommen wir zu meinem allgemeinen Sack. Ihr seht, ich habe 240 Plätze, so viel hatte ich noch nie. Aber der Hit ist einfach durch das. Dadurch, dass das Sturmschild von 60 auf 160 Plätze ist, habe ich ja 100 Plätze geschenkt bekommen. Hier seht ihr erstmal, habe ich nur das mit, was ich so unterwegs eventuell crafte. Dann das ganze Malla, das beim Gewinnspiel ist, das sind 6600. Denkt dran, einfach
auf meinem Kanal gucken, das Video ansehen mit Maler-Gewinnspiel. 6000 zu gewinnen. Bei jedem Like gibt es ein Maler mehr. Wichtig ist, ihr müsst Abonnent sein, damit ich das auch sehe, sonst könnt ihr halt nicht teilnehmen. Dann haben wir hier ein bisschen Silber, ein Kupfer, eine aktive Energiezellen, ein paar mechanische Teile und dann noch den ganzen anderen Krimskrams von Expedition und so weiter. Ja. So, aber darauf, wo ihr natürlich alles scharf drauf seid, ist natürlich mein Lager. Das sieht wie folgt aus. Seht? So, und bevor wieder irgendwelche Sachen kommen, wie ist gedupt oder sonst was, ist nichts gedupt. Alles erfarmt. Ich mache gerne auch Guides noch dazu. Was auch immer ihr möchtet. Ich hatte demnächst eh vor, mal eine Guide zu machen, wie ihr jedes Item quasi effizient farmen könnt. Ob es jetzt Schatten ist, ob sie Mechanikteile, Pechschwarzes, Schrauben, Speck, Kohle, was auch immer ihr farmen möchtet. Ja, so sieht das auf jeden Fall alles aus. So, dann haben wir noch natürlich meine Sammlung. Die ist auf 193. Also im Grunde habe ich, mir fehlt die, nehmen wir die hier? Nehmen wir gar nicht. Also mir fehlt die Müllkanone, der Schneeballwerfer, aber der kommt wahrscheinlich eh im Winter. Der Eisbiss fehlt mir noch. Das kommt aber wahrscheinlich auch im Winter. Dann fehlt mir denn irgendwas, war da noch? Müllkanone? Schneeballwerfer? Irgendeine Waffe fehlt mir noch. Also Helden an sich habe ich eigentlich alle. Zwar nicht alle doppelt, aber sind auf jeden Fall alle vorhanden. Ah ja, der Windertech Blaster habe ich auch. Ist auch noch eine Pistole, die gab es wohl bei einer Quest. Wenn das noch richtig ist. Also alle Helden habe ich, wie gesagt, einmal bis zweimal. Ja. Und dementsprechend, ja, seht ihr quasi so alles. Könnt jetzt natürlich alles durchgehen, aber das wird natürlich jetzt nur länger dauern. Wenn ihr Interesse habt, sagt mir mal Bescheid, dann mache ich gerne quasi, was ihr aus dem Sammelbuch holen sollt, was ihr also normal holen könnt, wie Sturmgewehre, ob sich quasi eine Belagerungsbrecher lohnt, eine Rasierklinge, eine Ranger, Terminator, Hammerzerstampfer und so weiter. Die einzigste Waffe, die ich selber noch nie getestet habe, ist tatsächlich hier die. Also Nachtlanze und Todesschleicher. Habe ich noch nie gespielt, noch nicht eine Kugel mit abgefeuert. Deswegen kann ich zu dieser Waffe absolut gar nichts sagen. Fallen könnt ihr alle guten Fallen hier einfach rausholen. Seht ihr hier. Empfehlen ist natürlich die Deckengasfalle. Dann ich persönlich spiele lieber mit Wandfallen wie mit Wanddynamos. Einfach weil die physischen Schaden machen und das meiner Meinung nach besser ist. Bodenfalle, ja auf jeden Fall das Bodenkatapult nehmen und Slow Spikes. Griller ist auch. Also Bodenfallen sind eigentlich alle gut, bis auf der Patrouillenhammer. Das Lagerfeuer und die Heilpads. Abgesehen davon sind die alle sehr gut brauchbar. Hier ist dasselbe. Da ist die Deckenelektrizitätsfalle ganz gut. Deckengas ist natürlich einfach das Beste. Die Falle hat ein Problem, da die nur ein Monster trifft. Das heißt, wenn ihr die setzen würdet, die, dann müsst ihr die so weit am Ende setzen, dass quasi die nur den Smasher trifft. Denn alles andere. Ich meine, da die nur einen Gegner trifft, wenn dann so ein fetter Hit, sage ich mal, kommt, mir trefft dann nur so einen kleinen Zombie, ist das natürlich ärgerlich. Ja, Sturmgewehre, was ihr da haben möchtet, Schrotflinten, Pistolen. Hier bei Pistolen auf jeden Fall hier die Weißkopfwumme kaufen. Die war eigentlich mal eine Eventwaffe, aber aus irgendeinem Grund haben die hier reingetan. Ah, seht ihr, ich habe keine Judge hier drin, aber die habe ich im Inventar. Leute, wenn ihr irgendwas Spezielles sehen, wissen wollt, sagt mir Bescheid. Und dann gehe ich das gerne mit euch mal durch. Ansonsten, wie gesagt, wir sehen hier, die Belohnungen wurden ein bisschen angepasst. Dementsprechend kriege ich immer andere Sachen jetzt. Ein paar Sachen habe ich nachbekommen. Und ja, ich bedanke mich hier an der Stelle fürs Zuschauen, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Bye, bye.